Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero 4 Mask of the Lunar Eclipse mit einem Gast. Hi, ich bin's, Panda Prinz. Ja, er ist der Panda Prinz, der um so 150% besser Englisch kann als ich. Man hat ja in den ersten vier Parts gesehen, wie blöd ich mich da angestellt habe. Aber gut. Do you want to load? Heißt übrigens, möchtest du das Spiel laden? Ach nee, wirklich? Gut, Spiel läuft flüssig, perfekt. Ach so, stimmt ja, Telefon-Action war ja. Examine heißt untersuchen. Telefon. Ja, das weiß ich auch, aber... Gib es zurück. Was zurückgeben? Karte. Das Telefon. Genau. Okay, ich nehme an, ich muss jetzt da rein irgendwo. Ich meine, das Spiel sieht mega geil aus, aber... Was hältst du von Rukas Outfit? Sag mal. Es ist ziemlich hell, aber ich finde es top. Ich finde das fast so geil wie das Outfit in Teil 5. Teil 5 gefällt mir das Outfit am besten. Also ich mag Rukas Kleid. Das sieht auch schön aus. Ich habe mich hier schon dementsprechend angestellt in dem Spiel. Ne, Moment. Oh, jetzt sind wir doch hier, oder? Nein, warum jedes Mal? Hast du hier schon 10-mal verlaufen, oder was? Nee, aber hier aus dieser Fensterscheibe hat mich ein Geist richtig schön angeguckt im ersten Part. Aber irgendwie komme ich immer wieder an diesem... Hä? Jetzt ist sie offen? Ey, wie sie sich da so festhält, ist ja richtig pornös, Alter. Alter, ich krieg jetzt schon wieder eine Krise. Du gehst durch die Tür. Ich kann nicht zuerst zu der gehen, aber nein. Ja, das Spiel. Karte sieht okay aus. Ja, dann guck dir mal das hier an, Menü. Man musste mal in Silent Hill Origins die eine Karte sehen, Alter, da kriegst du einen Knall. Irgendwas sagt mir, es kommt jetzt was Böses. Ach du Kacke. Ja, schon gut. Muss ich vor dir abhauen oder muss ich gegen dich battlen? Da liegt was, ich glaube, ich muss gegen dich battlen, komm her. Wo ist er? Jetzt gucke ich um die Ecke und komm da, dann schrei ich nur noch. Also wenn die Kamerasicht anmachst, sehe ich sogar noch besser. So, das ist auch einer der Gründe, warum ich schade finde, dass ich kein Japaner bin. Warum? Weil das Spiel einfach geil ist und das ist ja... Das ist ja in Europa nicht erschienen. Madokas Memo sieht wie ein Stück von einem Notizbuch aus. Es sieht aus, als ob es von Madoka geschrieben wurde. Wenn ich es ansehe, mein Gesicht, ich verstehe nicht, zu was es geworden ist. Ich kenne mein Gesicht nicht. Mein Gesicht, kenne mein Gesicht. Zwei Menschen. Dieselben. Zwillinge. Oh Gott! Ach du Scheiße. Ich wünschte, ich hätte den Sound, ey. Kann ich nicht mich irgendwie seitlich bewegen? Das ist kein Shooter, du kannst nicht über die Wand Dinge. Da! Das Kind, das einen Raum ausfindig macht, glaube ich. Aber warum war das jetzt so lange da?
fühle mich scheiß unwohl. Ja, danke. Oh, danke. Moment, du bist da reingegangen, nicht wahr, Kind? Überall diese scheiß Masken. Ich finde Masken extrem unheimlich. Ja, Ich meine, also, guck sie dir an. können schon creepy. Das ist echt creepy. Alter, ist das krank. Und unsere Mutter hat mal Masken gesammelt, also kannst du dir vorstellen. Oh nein. Jetzt echt? Ja, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Warum war die Kamera so gerade so komisch? Ich kann übrigens auch mit der Kamera so schwenken, mit der Taschenlampe. Das bringt nicht sonderlich viel. Da liegt ein Fuß. Hast du gesehen, da links unten, da war ein Fuß. Dieser Raum ist vollgestopft mit Dingen. Die von überall gesammelt wurden, okay. Da, siehst du das Bein da unten? Da werde ich I. bestimmt nicht hingehen. Hat jemand so einen Resident Evil Zombie vergessen? Ich muss immer wieder aufpassen, dass nicht so eine Hand kommt und mich grapscht. Das ist nämlich auch schon passiert. Kindertagebuch. Ein Tagebuch voll Ein gekritzelt. Tagebuch mit Gekritzel. Ein Tagebuch voll gekritzelt. Kommt drauf an, wir lesen die ganzen Dokumente. Wie machen wir es denn? Ich lass dich auch ein bisschen lesen. Wie du willst. Heute habe ich es wiedergefunden. Dieses Mal ist es im Esszimmer passiert. Es war die Maske. Sie können es nicht wegnehmen. Sie dürfen es nicht. Sie müssen es zurückgeben. Ich habe es heute gefunden. Ach so, ich habe die. Vor allen Dingen, guck, eigentlich heißt das Hide mit E am Ende, aber die Übersetzung ist falsch. Ja, Ich habe ich die habe. Maske gut unter einem Bett versteckt. Sie werden sie nicht noch einmal nehmen. Sie kamen und haben sie genommen. Folgt mir nicht. Ja, ich hatte schon mehrfach Rechtschreibfehler mitbekommen, aber um ehrlich zu sein, scheiß drauf, immerhin ist es überhaupt übersetzt worden. Also besser als nix. Ich spiele auch lieber ein Spiel mit gebrochenem Deutsch als mit Englisch, muss ich ehrlich sagen. Man weiß irgendwie immer, was gemeint ist. Ja. Typ 14 Film, Mensch. Ich will nicht zu diesem Bein da unten. Guck es dir an. Aber bisher geht das Englisch noch. Das ist eigentlich echt okay, also. Interview Himiko Kiriya. Ich habe ein altes Kassettentape aufgenommen. Und einen Kassettenrekorder. Ja, hör mal an. Ich würde es auch Ups. gerne hören. Aber ich kann es nicht hören. Mann. Kannst du Untertitel dafür anmachen? Nee, geht nicht. Schon, oder? Oh. Wie fühlst du dich? いつからですか。前の祭りの後からです。祭りが終わってもまだあの感覚が続いているような。それはどういう。どんどん自分が溶けてなくなって、何か忘れてはならないことがあったのに、何かを忘れたことも思い出せなくなっているような気がするんです。そうか。まずこの薬を安心してください。必ず解放に向かいます。
の音楽は何です？あの音楽を聴くたびにまた、やめてください、やめて。わかりました。あなたには特別な治療をしましょう。Okay, er ist vorbei. Das, nein. Okay, hat er sie jetzt umgebracht? Weil die Frau hat geschrien und er hat gesagt, bringt sie raus. Sie kann ja, den Mond sie, nicht mehr sehen. Sie braucht Hilfe. Sie hat das gesagt, dass sie, das mit dem Mond hat sie gesagt. Und, ne? Ich will nicht unter das Bett, Mann. Es leuchtet da aber los. Ja, ich weiß. Bei diesen Kassettenrekordern und so weiter, da werden wir die Typen erst reden lassen und danach werden wir besprechen, was sie da gesagt haben. Ja. Da kommt garantiert eine Hand, wetten. Oh, wenn sie sich schon so bewegt, ey, das ist so ekelhaft. Kacke. Du Kitty. Na, danke. Headshot. Weg, weg! Ja! Ah! Lass mich los, lass mich los! Der ist zu klein. Oh, das Kitty macht mich alle. Wo ist es? Da. Ja, super. Ach du Scheiße. Ja! Geil! Junge, Fatal Frame, nice. Triple Hit Combo. Kindertagebuch. Ein Kindertagebuch. Ja, stimmt, das Kind warst du. Soll ich vorlesen? Okay. Ja. Es ist nicht hier. Jemand hat es gestohlen. Wenn sie es nicht sofort zurückgeben, es wird schnell verschwinden. Okay. Wer war es? Gib es zurück. Gib es zurück. Hä? Ach so, gib es zurück, gib es zurück, gib es zurück. Verschwunden, gib es zurück. Nein, warum? Hey. Komm schon, guck. Warum? Nee. Geisterhand. So im fünften Teil auch so, ja. Diese Mechaniken sind richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Immer dieses Aufnehmen, immer wieder zurück. Ja, das ist in Project Zero 5 auch so. Zum Glück. Eine alte Master League Thunderbird. Hab ich auch gespielt, also ich weiß, was du meinst. Echt geil. Project Zero 5 ist klasse. Nur Mikro finde ich da ein bisschen... Außer den Teil habe ich alle gespielt. Die Maske ist ähnlich zu den anderen im Esszimmer. Eine Maske ist verschwunden. Eroded. Was heißt das? Verschimmelt? Nee. Verschwunden. Verschwunden? Oder was meinst du? Nee, da oben. Was meinst du? Da oben. Similar? Nee, eroded. Das da, ganz oben, das erste Wort vor Mask. Eroded Mask. Siehst du das? Oder? Das sehe ich nicht, ne. Moment. Siehst du das jetzt? Nee, es ist richtig blau. Also buchstabier's mir, dann sage ich's dir. E-R-O-D-E-D. Ich weiß nämlich nicht, was das bedeutet. Nee, keine Ahnung. Und vielleicht, wenn ich die Webcam ein bisschen zurückschiebe. Ja, mach mal besser. Kannst du noch alles gut genug sehen? Ja. Auch das ganz oben jetzt? Ja, mach nur mal ein bisschen weiter runter. Ja. Ja, so ist perfekt. Ja, so ist. Boah, alles im Let's Play, geil. Schon gut. Das ist halt wolfische Qualität, ne? Egal. Wie man sie liebt. So. Da vorne ist auch noch ein Weg, okay. Da will ich nicht hin, um ehrlich zu sein. Aber jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Da kommen doch 100 Geister, bis ich da bin. Was soll die Kamerasicht? Wird erst dann schwer, wenn du dich richtig verläufst.
Dann kann ich dir nämlich auch nicht helfen. Ich habe ja auch so einen Tunnelblick hier gerade, ey. Es geht nicht darum, dass ich mich verlaufen könnte. Es geht ja darum, dass ich Angst habe, mich hier zu bewegen. Scheiße! Mein Gott! Schneller weglaufen, ey. Da kann ich nichts dafür, wenn Ruka so Immer auf lahmarschig ist. Distanz bleiben. Oh, scheiße, habe ich mich erschrocken. Wo ist Kannst sie du dich denn? nicht mit irgendeiner Tastenabkürzung irgendwie schneller umdrehen? Ja, kann ich, aber. Da Du muss weißt ich nicht, mir welche erst. Taste du drücken musst. Doch, aber muss ich mich erst dran gewöhnen. Nein, 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 nein. Guck mich nicht so blöde an. Das sieht so verstörend aus, ey. Ganze Geist ist verstörend, okay, ich muss. Aber ich werde so failen in dem Let's Play hier. Was? So wenig nur. Wo ist die gute Project CO2 Kräuter hin? Wenn ich wüsste, auf welchem Ja. Schwierigkeitsgrad du das wieder gestartet hast. Ja, bin ich geil, oder? Normal. Nein, guck mich nicht so blöd an. Ja, das Hau war schon ab. ein Fehler. Hau ab! Ich werde so verlieren hier. Was ist er denn? Da, 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 da! Jetzt! Jetzt haut er ab. Vor mir. Ja, geil, wenn ich in der Ecke stehe. Ich war fair. Wo ist er? Hau Nice. ab, Geisterkopf! Jetzt sollte ich abhauen. Nein, 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 da, da! Damn, ich werde es dir zeigen. Immer noch nicht tot. Hier irgendwo. Das Gute ist, da oben ist ein Sensor, da kann ich sehen, wo der Geist ist, aber. Ja, der Sensor hat mich gerade verarscht, hast du gesehen? Maki meinte schon, der dritte Teil ist schwer. Hoppla. Hast du ihn noch nicht gespielt? Nee, der dritte Teil ist der einzige, den ich noch nicht gespielt habe. Ja gut, der hier ist Der ist auch blind. richtig schwer. Würde ich an deiner Stelle auf easy spielen, weil du dich da richtig verlaufen kannst. Da habe ich mich richtig verlaufen. Auf Das Teil. easy. Ich und Na easy, und es das geht heißt. auch um die Story. Ja, aber. Das glaubst du wohl selber nicht, dass ich hier Spiel auf easy spiele. Und ich weiß, dass da irgendwo ein Item liegt, aber irgendwie finde ich das nicht. Schnell nochmal Kräuterbutter holen. Kräuterbutter, ey. Jetzt habe ich ja noch mehr Hunger. Es gibt da so einen komischen Shop, das ist ja cool. Ja. Und ich glaube, den werde ich mehr als nötig haben. Hoppla, falsch. Wie ging das nochmal? Nur 20, aha. Gut. Muss ich mir auf jeden Fall krassere Figuren. Steuerung bereitet mir gerade die meisten Probleme, weil ich kann nicht so steuern, wie ich es gerne würde. Aus bestimmten Glaube ich. Gründen. Aber du spielst mit Gamepad, ne? Ja. Ich wollte es eigentlich mit der Wiimote spielen, aber weißt ja, wie zäh das ist. Also wie Ich man kann das. überhaupt nicht mit der Remote umgehen, ey. Ich zwar schon, aber versuch mal die Wiimote mit dem PC zu verbinden. Viel Spaß. Moment. Na, ihr drei. Wie geht's euch so? Ja, das war so In der klug. Mitte ist es Force.
Lampen hier sind Speicherpunkte. Bin zwar 20 Minuten. Dann werde ich einen Schnitt machen. Wie du willst. Gut. Dann würde ich sagen, das war Project Zero 4, Mask of the Lunar Eclipse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch. Gute Nacht. Ja, gute Nacht nach dem Horror-Trip hier.